Und herzlich willkommen zu Fable Anniversary mit dem alten Mann. Und ich werde jetzt hier mal in die Dämonentür gehen, die ich in der letzten Folge geöffnet habe, und mal schauen, was da Schönes auf uns wartet. Eine böse Truhe. Ich ahne es. Na, sie ist wohl doch nicht so böse. Ein Lebenselixier. Oh, gut. Sag mal, habe ich schon wieder nicht so eine Tränke, die mich denn dauerhaft verbessern? Tränke habe ich 25. Nee, was ist denn ein Lebenselixier? Willenszeitalter-Trank. Ah, guckt, ich habe 1000 Punkte gekriegt. Sollte ich mal das Leben mit dem Lebenselixier auch probieren? Ich weiß nicht, ob ich das denn verschenke. Ich glaube, ich habe es verschenkt. Ich habe ja gespeichert, ich könnte, aber ich mache das nicht. Nein, 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 nein. Man muss zu seinen Fehlern stehen, das sage ich immer wieder. So ist nun mal das Leben. So, genug geschwafelt. Beeil dich mal ein bisschen, Febel. Vielleicht drückt die schwere Axt. Ah, das juckt. Dann gehen wir mal einige andere versuchen. Das war jetzt was mit den Tränken. Ich kann das leider nicht so schnell vorlesen. Das geht beim besten Willen nicht. Nochmal nach links und rechts schauen, ob hier nicht noch irgendwo... Hä? Lustig. Habt ihr auch gehört, ne? Ich steck sie erstmal weg, da läuft er schneller. Da müssen wir jetzt jedenfalls durch, denn wir müssen zum Witchwoodsee. Da soll ja der weiße Belverine leben. Oh, da ist er schon. Hund! Belverine! Na, Hund hört sich besser an, ne? Außerdem ist er gar nicht so weiß. Oh, guck mal, jetzt habe ich auch einen Lebensbalken. Aha. Aha. Ich wollte einmal gucken. Nochmal ein bisschen üben. Da ist er schon. Oh, das hat aber viel gebracht. Halt. Na komm, hau. Oh. Oh. Wenn er ausholt, ist es am besten. Oh. Oh. Ich kann nichts machen. Was soll ich jetzt passieren? Ach, jetzt holt er auch noch Verstärkung. Ist doch gut. Oh, das ist ja fies. Lass mich vorbei. Ja, gut. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich liebe diese Steuerung. Ich sehe nichts. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, da kann ich mal in Ruhe jucken. Das juckt nämlich. Halt! Du spring doch! Spring! Oh, ist das mühevoll. Ah, er haut ihn selber. Ich krieg gar keinen Schlag gesetzt hier. Beeil dich mal. So, jetzt. Dreht sich aber auch nicht um. Ich kann auch nichts machen jetzt. Ich hüpfe mal weg. Ich hüpfe mal in seine Richtung. So, dann steht er auch nicht besser. Jetzt steht er besser. Du kannst mich mal da hinten.
Springt er jetzt vor mir, der Dunkle? Wo ist er? Steh auf! Komm hoch, Trank. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Kuchen. So viel Zeit muss sein. Ich muss jetzt wirklich mich konzentrieren. Mach doch mal das weg. Der nervt, aber ein bisschen habe ich ihn schon abgezogen. Hau ab, hau ab. Oh, der ist weg. Gut. Oh, das ist zum Kotzen. Guck mal, jetzt würde er zaubern. Oh, ich habe wieder die Taste verwechselt. Entschuldigung. Ich mach's besser jetzt. Hoffe ich. Vielleicht. Komm, hüpf zurück. Gut. Oh, jetzt holt er wieder Verstärkung. Oh, das ist unfair. Halt, ich muss mich drehen. So. Oh, zwei jetzt auch noch. Kann ich hier hoch? Hüpf mal hoch hier. Hüpf, 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 hüpf. Oh, super Position. Super Position. Lauf doch. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hier. Ein bisschen mehr Platz. Hier kein bisschen. Ja, hier ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber nur vielleicht. Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Da ist einer, da ist einer. Hau zu! Treffer! Oh, und ich darf nicht übermütig werden. Ich merke das schon. Krank. Ah, vielleicht sollte ich das mal so tun. Zwei. Holst du dir noch mehr Verstärkung? Ja. Oha. Keine Chance, überhaupt einen Treffer zu setzen. Fünf Stück. Hilfe! Oh, noch geht's mir einigermaßen. Dass ich dann auch immer gleich einen Trank nehmen muss. Der ist tot! Und jetzt? Okay. Ich habe ihn. Eines Wolf. Warte mal. Ach so, der blutriefende Topf. Ein. Meine Murmeln! Dreh dich, Kamera! Ich nehme dir den hier. Aber ein Schlag. Ach, dann schaltet er einfach auf den anderen um. Ich
kriege ich schon Krampf. Der ist weg. Hüpf, 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 hüpf. Er hüpft nicht. Warum hüpft denn der so komisch? Da geht ein Händler spazieren. Hier kommt der nächste. Nun steh auf! Meine Murmeln, gib mir meine Murmeln. Alle meine Murmeln. Gut. Ich werde aber jetzt Gegenstände. Ich werde was. Der so passend benannte Maleficus. Ja, danke. Weiß man nicht, ob das gut ist, dass ich so viel rohes Fleisch esse. Bestimmt nicht. Gegenstände. Ich werde noch was anderes essen. Nahrung. Eine Möhre? So. Und ein Apfel. Gut. Ich habe einen Trank gekriegt. Also die hat mir zumindest doll geholfen, die olle Axt. Die ist wahrscheinlich gut gegen Bolverine. Bolverine? Boll. Boll. Boll ist auch gut. Oh, noch ein bisschen angeln hier, so ein bisschen entspannen. Mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Oder auch nicht. Andere. Gegenstände 106. Bin ein Idiot. Geschenke. Andere. Silberschlüssel, Spaten, Angelrute. So. Benutzen. Den Finger entspannen hier, die Hand. Achso, ich muss noch nicht. Na, kommt jetzt was? Nein, ich schaffe es nicht. Es ist ein bisschen... Guck mal, wenn sie sich verfärbt, ist schlecht. Dann reißt die Leine. Der ist entwischt. Aha. Ich gebe noch nicht auf. Ich muss mich entspannen. Gegenstände. Andere. Angelrute, wo bist du? Da. Feuer. Angeln. Komm, Fisch. Kein Gewitter! Ich will den Fisch! Ich hab ihn doch! Ach so, jetzt hab ich ihn. Ich hab was gefangen. Ich hab's geschafft! Er ist im 17. Versuch. Oder im 70. Hä? Okay, Willenskraft-Meister-Elixier. Das bedeutet Gegenstände, Tränke. Da gibt's Punkte für. Die benutze ich gleich mal. Nein? Na gut, ich dachte. Habe ich das jetzt wieder verstellt? Ja. Dann wollen wir mal zurück ins Dorf und die Belohnung holen. Das sieht ja dann schon mal gut aus. Dann haben wir ja das schon mal wenigstens geschafft. Werde ich das Ding jetzt hier mal behalten. Mal gucken, wie das nachher gegen Räuber wirkt. Da ist er. Ah, ihr seid zurück.
und unverletzt. Naja, es geht so. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Später. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Scheiße. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesagt. Ich denke, ich kriege eine Belohnung. Schwester. Ach so? Lieber Bruder, ich wusste immer, dass wir etwas Besonderes sind und jetzt habe ich den Beweis. Dieses Buch spricht von einer Blutlinie aus den Tagen des Alten Reichs und von ihrer Verbindung mit einem Schwert, das mächtig genug ist, die Welt zu regieren. Zu dieser Blutlinie gehört unsere Mutter, da bin ich sicher. Und zu dieser Blutlinie gehören damit auch du und ich. Vielleicht verstehst du das mit der Hilfe deiner Augen besser als ich. Ich spreche zu den Seiten, aber sie antworten mir nicht. Theresa. Die Blutlinie. Obwohl es das alte Königreich schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt, findet sich Überbleibsel davon überall in Elbien. Die Gilde in ihrer großartigen Pracht zerstörte Werke der Architektur und dunklen Kacke. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Das lesen wir gleich nochmal in Ruhe. Ich hoffe, Belohnung. 7200. Oh, bei Vollmond. Eine Errungenschaft freigeschaltet steht da unten. Und wir haben auch so ein bisschen was gekriegt. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Huki, der Schmied. Wo ist denn eigentlich der Schmied? Da ist der Schmied. Unser großer, einzigartiger Herr. Ich kann hier aber nichts handeln, ne? Die Sachen kann man nicht nehmen. Guck mal hier, das liegt hier. Hier ist aber auch immer Scheißwetter. Die Arena ist brutal und gefährlich. Ihr müsst hart kämpfen. Ja, das glaube ich. Ich wollte mal schauen. Ausrüstung. Nein. Die Gilde der Versager. Theresas Brief. Die Geschichte der Gilde. Ach, die Blutlinie. Obwohl das alte Königreich schon seit... Ja, das hatten wir gelesen. Doch neben den Steinen und der Magie... Oh. Nein. Ach, so geht das. Und neben den Steinen und der Magie... Das kennen wir doch aber schon. Die Blutlinie wollte ich doch lesen. Doch neben den Steinen und der Magie hat noch mehr überlebt, denn mitten unter uns gibt es noch das lebende Vermächtnis des Königreichs. Eine Stammlinie mit direkter Verbindung zu allem, was das Königreich groß gemacht und am Ende zerstört hat. Ob es sich dabei um Nachkommen von Archon höchst selbst oder um die Schmiede des Schwerts handelt, vielleicht aber auch um diejenigen, die seine Macht brachen, ist nicht bekannt. Obwohl die Tage des Untergangs schon seit Generationen vorüber sind, wandeln unter uns heute noch Überlebende aus dieser Blutlinie und eine uralte Kraft pulst in ihren Adern. Manche leben als Helden, andere verbergen sich in der Masse, aber ihre Verbindung zum Schwert des Archon führte das Schwert der Ewigkeit wird in allen Dokumenten erwähnt, die ich ans Licht bringen konnte. Falls es mir gelingt, lebende Abkömmlinge dieser Blutlinie zu finden, kann ich vielleicht auch aufdecken, was mit diesem Schwert passiert ist. Und vielleicht kann dann sogar das alte Königreich wieder auferstehen. Eine Person gibt es, auf die alle Zeichen deuten. Obwohl sie jetzt ein ruhiges Leben führt, hat sie viel getan, das darauf hindeutet, dass sie die eine ist. Und jetzt lebt die Blutlinie in ihren Kindern weiter. In ihrem Sohn und einer Tochter. Und eines Tages wird sie die Macht ihres Willens an sie weitergeben. Aha. Die Gilde der Versager. So. Ja, da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Da oben. Haus. Halt. Ja, ich wollte laufen. Tolle Sache. Ja, ich weiß. Haus. Guck mal, dieses kleine Haussymbol, wo ich jetzt drauf zulaufe. Haus. Hurra! Haus. Haus. Oh. 9000 Gold. Oh, das kaufe ich jetzt doch noch nicht, oder? Das merke ich mir. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Wir reisen mal zur Gilde. Nee. Hä? Was war das denn jetzt? Jetzt? Warum da manchmal so eine Sachen rein... Dingsen, verstehe ich nicht. Okay, ich werde jetzt mal nach Oakville reisen und werde mich dort mal aufs Ohr legen und in der nächsten Folge reisen wir dann zur Heldengilde. Heldengilde. Bis dann. Bis dann, ja. Ich nehme euch natürlich noch mit. Da wollen wir mal hin. Da ist bestimmt auch besseres Wetter.
als hier. Oder? In Oakville war doch immer schönes Wetter, ne? Oakville? Warum hier unten? Das wollte ich schon immer mal machen. Ah, ich weiß auch warum. Ein Kuchen. Guck mal, die Frau ist jetzt weg hier. Wir gehen mal zu unserem Haus. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen rumflirten. Ist sie, ob sie noch da ist? Wer weiß. Vielleicht begrüßt sie mich ja an meiner Tür. Na, vielleicht ist sie auch gar nicht da. Guck, sie ist gar nicht da. Ich werde aber mal was anderes machen. Das ist mein Elternhaus. Das wird schick gemacht. Oh. Der Schrank sieht jetzt anders aus. Was haben wir noch? Schicke Stühle. Oh, und das Bett. Oh. Wie macht man das eigentlich? Gegenstände? Trophäen. Kopf der Wespenkönigin. Räubersiegel. Weißer Hoppkopf. Händlerfeder. Bisbes Brosche. Benutzen. Tatsächlich, das geht. Projekt Ego. Und jetzt nehmen wir mal... Ops. So, und hier... Gegenstände. Trophäen. Das ist doch hübsch, ne? So. Kann man jetzt hier auch was machen? Was passiert, wenn ich... Ach, dann nehme ich sie wieder runter. Ach, na, das ist gut. Oder auch nicht. Wenn ich es mir anders überlege, dann... So, machen wir wieder so. Hier haben wir ein hübsches Bild. Ach so, ich wollte ja mich schlafen legen. Okay, ich werde jetzt auch Feierabend machen. Ist spät genug. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.